Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Heute besprechen wir den Bauchnabel bzw. werden wir den Nabel energetisch aufarbeiten. Das ist ja so ein Zentrum, wir haben ein ganz prominentes Chakra da, das Nabelchakra, wo es ums innere Kind geht, ums Unterbewusstsein geht. Also in diese Richtung wird die Meditation heute gehen. Aber nachdem ja Chakren auch immer so abstrakt sind, gehen wir auch auf den physischen Nabel ein. Naja, und was kann denn da jetzt beim physischen Nabel gespeichert sein? Auf der einen Seite hast du vielleicht schon mal von so Narbenentstörungen gehört und der Nabel ist ja auch mit vernarbt teilweise, also dass wir da mit so Entstörungsenergien reingehen und dann, also in den physischen Nabel und dann einfach mal schauen, was haben wir gespeichert. Denn er ist ja auch noch einmal so diese Lebensverbindung zu dem, wo wir eigentlich dann im Mutterleib natürlich die Nahrung auch herbekommen. Und da kann es natürlich auch sein, dass da damals viele energetische Informationen von der Mutter übernommen wurden. Und da werden wir heute mal damit arbeiten. Gut. Wenn du möchtest, kannst du dir deine Hand während der Meditation gerne an den Nabel legen. Wenn du möchtest, muss nicht sein. Aber falls dir hilft beim Visualisieren, dann mach das einfach. Okay, gut, dann schließ mal deine Augen. Und atme mal tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief einatmen. Und wieder ausatmen. Mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Und fühl jetzt mal, wie dein Atem in dich einfließt. Und stell dir vor, der fließt wirklich runter bis in deinen Bauchraum, bis zu deinem Nabel. Und erlaube dir mal, dein Bewusstsein bei deinem Nabel zu sammeln. Also der Nabel wird quasi zu einem Sammelpunkt für dein Bewusstsein, dein inneres Licht strömt jetzt zu deinem Nabel, auf deinen Nabel zu. Fühl mal deinen Nabel, wie fühlt er sich denn an? Fühlt sich der frei an oder etwas verhärtet? Ist da vielleicht ein Stress drauf? Ein gewisser Druck? Oder fühlt er sich wohlig, rund geborgen an? Erlaube dir nun, die Schwingung deines Nabels zu heilen. Du kannst dazu gerne eine Hand auf deinen Nabel legen oder einfach die Energien visualisieren. Zuallererst geht es mal um Heilung und um Loslassen. Heilung von vorhandenen Störfrequenzen. Und die fließen da jetzt mal ein. Und das Loslassen alter Traumata. Erlaube dir jetzt mal unendlich viel Liebe in diesen Nabel einfließen zu lassen. Bedingungslose Liebe.
Und nun bitte mal darum, dass von deinem Nabelzentrum aus die Frequenz der absoluten Geborgenheit aktiviert wird. Die Frequenz der absoluten Geborgenheit, des Gefühls, ich bin getragen, ich bin geborgen, ich bin geliebt, dass sich dieses Gefühl jetzt manifestieren darf. Und für einen Augenblick erlaube dir, mit deinem Bewusstsein zurückzugehen an eine Zeit, wo du dich um nichts gekümmert hast, wo sämtliche notwendige Versorgung über deinen Nabel stattgefunden hat, wo du damit beschäftigt warst, dich zu entwickeln. Von einem Zellhäufchen ausgehend hat sich dein Körper entwickelt. Dieses Gefäß, dieses Schiff für dein Wesen, für dein Bewusstsein. Und in diesem Ausbilden dieses Körpers, deines Körpers, wurden vielleicht auch manche Informationen eingebaut, übernommen in den Körper, die nicht so ideal sind und die jetzt gelöst werden können. Vielleicht sind gewisse Ängste mit eingeflossen. Sorgen der Eltern, ob es dir gut geht, ob du auch wohlgenährt bist, ob du auch genug wächst, ob du groß genug bist. Und all diese Elemente, die deinen Körper oder dich jetzt beeinträchtigen und die du nicht mehr benötigst, werden nun aus deinem System hinaus gereinigt, rausgebracht, aus dem Code deines Körpers. Und du spürst, wie deine Nabelgegend heller wird, wie du mehr erstrahlst, wie du mehr Kraft bekommst und dich aufrichtest auch. Und du spürst, dass du in deinem Körper mehr Platz für deine Seele bekommst, mehr Platz für dein Wesen, dass du dich immer mehr entfalten kannst, dass Einschränkungen aus dem Systemischen, aus dem Ahnensystem gelöst werden. Du spürst auch rund um deinen physischen Nabel Energie. Und du fühlst und spürst, wie sich dein Nabel entspannt. Sämtlicher Überdruck, der auf deinem Nabelgewebe lastet, wird nun abgesaugt. Sämtliche Schocks und Traumata werden aus dem Nabelgewebe entfernt. Das sind auch so Erinnerungen an das Abnabeln. Und da fließt jetzt eben Schocklöser rein. Geborgenheit, Vertrauen. Und die Energie der positiven Abnabelung. Und nun schreitest du von deiner physischen Nabelebene in die energetische Nabelebene
Und da geht es ja um Lebenslust, um Lebensfreude, um Leichtigkeit, auch um deine Identität. Und du bittest jetzt darum, dass sämtliche energetischen Muster, die deiner Leichtigkeit, deiner Lebenslust, deiner Lebensfreude widersprechen, sich jetzt aus deinem Energiesystem, deinem energetischen Nabel lösen. Du kannst dir das vorstellen wie ein Lichtstaubsauger, der diese Energien aus deinem Nabel, aus dem Chakrensystem absaugt. Also alles, was deine Lebenslust, Leichtigkeit, Lebensfreude beeinträchtigt, alles, was deine Identität schwächt, wird nun aus deinem Nabelzentrum entfernt. Spüre nun, wie dein Nabelchakra und der Nabelbereich heller wird und wie noch mehr Klarheit in dich einfließen. Und nun bitte um Strategien, wie du diese Lebenslust, Lebensfreude und auch das, was dir entspricht, optimal umsetzen kannst. Wie kann ich denn das optimal leben und umsetzen? Und diese Orientierung fließt jetzt auch in dich ein. Und du spürst jetzt, dass dein Nabelzentrum ganz entspannt und klar zu deiner gedachten Körpermitte wird, wie wenn du dann im Mittelpunkt hättest. Und von diesem Mittelpunkt ausgehend korrigiert sich jetzt noch einmal alles, was auf deiner körperlichen Ebene deiner Leichtigkeit und Lebenslust widerspricht. Auch ungünstige Programme wie Süchte, Ängste, Undiszipliniertheiten. All das wird nun gereinigt und darf dein System verlassen. Und erlaube dir nun, dass diese Energie, diese geheilte Identitäts-Nabelenergie, Zentrumsenergie, sich in deinem gesamten System ausbreitet. Spüre, wie du dich selbst als Baby in den Arm nimmst, dich hältst und dir selber eingestehst und zugestehst: Ich werde dich ab sofort optimal versorgen und auf dich Acht geben. Ich bin für dich da. Ich liebe dich unendlich und du kannst dich auf mich verlassen. Wiederhole nochmal: Ich bin für dich da. Und du kannst dich auf mich verlassen.
Und wenn du diesen Satz wiederholt hast, dann nimm mal einen tiefen Atemzug. Und verankere nochmal dieses Programm. Du spürst nun eine tiefe Verbundenheit mit deiner Existenz, mit deinem Dasein und deiner Identität. Und nun aktivieren wir noch zur Stabilisierung, zur Fixierung deine geistigen Helfer und Führer, deine kosmischen Eltern. Und diese Helfer und Führer stellen sich jetzt hinter dich und du spürst auch, dass sie sich freuen, dass du nun frei geworden bist, dass du nun deine Lebenslust und Lebensfreude unbelastet leben kannst. Und du spürst diese tiefe Geborgenheit und atmest sie mal tief ein. Und wieder aus. Und fühl jetzt mal diese Energie, dieses Behütetsein, aber auch Freisein. Dieses Neugierigsein, aber dennoch zufrieden sein. Sehr gut. Bedanke dich bei deinen geistigen Helfern und Führern. Bedanke dich auch bei deinem Nabel, Chakra und auch deinem physischen Nabel. Du kannst gerne nochmal die Hand hinlegen und Danke sagen, dass er da ist für dich. Und dann atme nochmal tief ein und wieder aus. Und streck dich mal durch. Bewege deine Arme und Beine. Und komm dann ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, die Beine wieder gut spüren kannst, dann öffne deine Augen. Und du kannst dich an alles erinnern, was während dieser Reise geschehen ist. Wie ist es dir denn gegangen mit der Meditation? Du hast vielleicht gemerkt, dass da ganz viele Emotionen gespeichert sind. Und natürlich kannst du diese Reise auch wiederholen. Also man kann ja da öfter arbeiten damit und du kommst wie bei jeder Meditation dann auf andere Ebenen. Also man kann diese Übungen gerne immer wieder machen. Das war jetzt mal so die Heilung eben des Bauchnabels und ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonniere den Kanal und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Alles Liebe aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Ereni. Tschüss.